An dem Riesentrend Smartwatch kommt auch Casio nicht vorbei, oder? Nein, das stimmt, das stimmt. Dieses Jahr bringen wir die zweite Generation raus, die F20, wie wir sie nennen. Die F20 ist eine Outdoor-Smartwatch, die hat also Funktion für den Autobereich. Also die hat einen GPS-Empfänger auch drin, das heißt, ich kann mir auch offline anzeigen, wo ich bin, auch wenn ich ein Smartphone nicht angebunden habe. Ich kann auf die Offline-Karten spielen, sodass ich auch immer sehen kann, wo ich gerade bin. Das Betriebssystem wird sein, das Android 2.0, das okay. kommt im April raus. Und ja. Ist praktisch mit Mac nicht kompatibel? Doch, es ist kompatibel, aber die Funktionen sind eingeschränkter. Okay. Das Ganze ist basiert auf Android, was bedeutet, dass man mit allen Android-Geräten, also alle Funktionen nutzen kann, aber zugegebenermaßen ist Mac da etwas eingeschränkter. Was kann denn die? Darf ich mal sehen? Ja, die kann hier zum Beispiel anzeigen, wo ich gerade bin. Die, im Moment läuft sie im Demo-Modus, weil das Betriebssystem noch nicht offiziell freigegeben ist. Und ich könnte hier zum Beispiel ein Zifferblatt wählen. Und in diesem Zifferblatt ist es ganz interessant, dass ich eine Funktion mir aussuchen kann. Altimeter, dann sehe ich die Höhenmesser hier unten permanent, wo ich gerade bin. Oder wenn ich den Kompass nutzen möchte, dann kann ich hier anzeigen, wo ich gerade bin. Das geht dann in, der zeigt dann wirklich an, wo Norden ist. Ja, das ist ein Digitalkompass, vollwertiger. Oder wenn ich zum Beispiel den Luftdruck haben möchte, damit ich mir angucken kann, wie wird denn das Wetter? Wird das besser oder wird das schlechter? Kann ich mir das auch unten einblenden und so kriege ich halt viele Informationen. Meine Lieblings-Apps kann ich hier natürlich raufspielen. Ich könnte über den App Store, Play Store von Google, das geht jetzt gerade nicht, aber könnte ich dann also neue Apps mir runterladen. Okay. Also das ist wirklich ein vollwertiges Smartphone. Kann ich dann praktisch mit meinem Smartphone die so auch wieder bedienen? Ja, klar, das stimmt. Okay. Ja. Im Hintergrund sehe ich jetzt so Themenbereiche Snow, Phishing, was hat es da auf sich? Ja, die Uhr hat in der Uhr selbst Apps, die sich genau diesen Thematiken widmet, also die speziell für diese Funktionen Benefits bietet. Die kann dann Sachen auswerten wie Stoppzeit oder Strecke, die sie zurückgelegt ist. Oder zum Beispiel beim Paddeln kann sie den Standpunkt ermitteln und anderen Freunden sagen, wo ich gerade bin am Paddeln. Ich kann auch zu diesen Orten zurückkommen. Und das sind so die Outdoor-Bereiche, die wir stark fokussieren mit der Uhr. Hat dann auch so eine Art Rescue-Funktion wahrscheinlich auch, oder? Das ist so man könnte sie tatsächlich dafür verwenden, ja. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel am Paddeln bin, kann ich sagen, das ist hier gibt es ganz viele Fische. Ja. Und hier muss ich nochmal zurückkommen. Das ist dann ein Memo-Speicher, den ich in der Uhr ablege. Und den kann ich wieder abrufen und speziell zu diesem Ort festlegen, weil ich bin ja offline-fähig mit GPS. Das heißt also, die Uhr weiß genau, wo ich gewesen bin und kann mich dann zurückleiten, ja, zum Beispiel. Die Uhr wird ja immer mehr digital auch in dem und vernetzt. Wo geht denn die Reise bei Uhren hin? Bleibt es eine klassische Uhr oder? Ja, also wir sind ja ein Uhrenhersteller, das muss man ganz klar sagen. Und wir wollen natürlich auch die Uhr als ein reines Uhrentool haben. Und natürlich ist für uns im Vordergrund, die Uhrzeit abzulesen und auch die Uhrzeit zu zeigen. Aber wir können natürlich viel mehr darüber hinaus. Und ja, wir werden mit Displays weiterarbeiten, wir werden mit Vision und solchen Techniken arbeiten. Aber im Prinzip muss für uns die Uhr klassisch rund bleiben. Das will ich hoffen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.